Asklepios. Gemeinsam für Gesundheit. Asklepios informiert heißt es heute wieder bei uns und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vitalmedizin. In der nächsten Viertelstunde wollen wir Ihnen die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe in Schwandorf näher vorstellen. Jetzt gibt's gleich mal einen kleinen Überblick. Seit November 2004 gehört die Klinik zum Verbund der Asklepios Kliniken GmbH. Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe ist eine Fachklinik für Orthopädie und Sportmedizin mit 110 Betten. Das Haus ist ein 24-Stunden-Rundum-Versorger für alle Schäden und Verletzungen am Stütz- und Bewegungsapparat. Die Schwerpunkte gliedern sich in Orthopädie, Sportmedizin und Unfallchirurgie, Anästhesie und Schmerztherapie und Wirbelsäule. Im Vordergrund steht dabei immer ein ganzheitlicher Behandlungsansatz bei Diagnostik und Therapie. Die Fachklinik gilt als internationales Referenzzentrum mit zahlreichen ausländischen Gästen. Darüber hinaus ist Lindenlohe Olympiastützpunkt und wurde mehrfach zertifiziert. 4 Operationssäle gibt es hier am Klinikum Lindenlohe und die Spezialisten führen hier im Jahr über 4000 orthopädische Behandlungen durch. Im Mittelpunkt steht die Endoprothetik. Aber ein künstliches Gelenk ist natürlich immer erst der letzte Weg, den die Ärzte zusammen mit ihren Patienten gehen. Zuvor versucht man natürlich alles zu tun, um Gelenke zu erhalten. Mit 56 Jahren ist Hans-Jürgen Böhme definitiv zu jung für ein künstliches Kniegelenk. Trotzdem hatte er seit knapp 5 Jahren starke Beschwerden. Ein genauer Check-up beim Arzt brachte dann das Ergebnis. Voranschreitende Arthrose im rechten Knie. Und daraufhin habe ich im Prinzip jetzt die Sache hier mal angesprochen, noch einmal, wie weit es Möglichkeiten gibt, diese Sache zu beseitigen. Treppensteigen rauf, runter, das sind die größten Probleme, die Anfangsprobleme bei Arthrose vor allen Dingen. Und das lange Stehen. Ich bin beruflich bedingt 10 Stunden, 11 Stunden am Tag Stehberuf und dann abends dickes Knie. Und das wollte ich halt nur auch nicht mehr. Ne? Ja, also Arthrose ist eben nicht dann schon immer im letzten Grad, sodass man dann auch nur noch die Möglichkeit für eine Endoprothese hat, sondern viele Patienten haben ja schon deutlich früher auch Schmerzen. Und da muss man andere Therapieformen anbieten, oftmals nicht operative, aber eben auch operative, kleinere Verfahren, arthroskopisch, Achsbegradigung, Knorpelzelltransplantation. Da gibt es eine ganze Reihe. Man muss halt immer herausfinden, was ist vielleicht das Optimale für den jeweiligen Patienten. Eine extreme O-Bein-Fehlstellung hatte bei Hans-Jürgen Böhme den frühzeitigen Verschleiß im inneren Kniegelenk verursacht. Mit einer Operation konnten die Spezialisten in Lindenlohe dies beheben. Wir haben jetzt über eine Achsbegradigung versucht, die Belastung von dem inneren Teil wegzunehmen, sodass die besseren Anteile mehr belastet werden und die inneren Anteile, die doch schon einen gewissen Verschleiß zeigten, entlastet werden. Es ist eine Verzögerungsmaßnahme, die aus der Erfahrung heraus 7 bis 10 Jahre bringt. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich mit Anfang 50, Mitte 50 eine Prothese bekomme oder vielleicht erst mit Mitte 60. Dann ist mein Berufsleben am Ende, dann ist meine ganze Lebensplanung ein bisschen anders. Und ich glaube, dann passt es besser ins Leben rein als jetzt schon. Hans-Jürgen Böhme ist froh, dass ihm ein künstliches Gelenk vorerst erspart bleibt. Circa 6 Wochen muss er jetzt noch an Krücken laufen. Danach kann er damit anfangen, sein Bein langsam wieder zu belasten. Wir haben uns jetzt hier in Lindenlohe mit dem Regionalgeschäftsführer der Asklepios Kliniken Niederbayern-Oberpfalz getroffen, Dr. Boris Rapp. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen über die Klinik unterhalten. Die hat einen hervorragenden Ruf und auch viele Zertifizierungen. Ich weiß, es ist immer trocken, wenn man sagt Zertifizierung, aber es ist ja auch wirklich wichtig und Sie können hier auch vieles vorweisen in Lindenlohe. Ja, in der Tat. Da haben wir uns in den vergangenen Jahren sehr drum bemüht. Wir sind ja zum einen KTQ zertifiziert, das ganze Krankenhaus schon rezertifiziert, aber die neueste Zertifizierung ist die Endozert-Zertifizierung. Das heißt, wir sind ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung, das betrifft den künstlichen Gelenkersatz und das ist was ganz besonders ist. In der Oberpfalz gibt es nur eine Klinik, nämlich uns, die zertifiziert sind, in Bayern insgesamt nur 6, das heißt, das ist eine besondere Auszeichnung und da haben wir eine Menge für getan.
Und ich glaube, diese Zertifizierungen sind ja auch insofern immer wichtig, um auch die Qualität zu halten, oder? Weil das wird ja immer geprüft. Also das ist ja schon, da wird man auf Herz und Nieren getestet und muss auch den Standard dann dadurch halten. Genau, das wird überprüft durch regelmäßige Audits und durch Rezertifizierungen sozusagen. Und das ist für den Patienten vor allem eine Sicherheit. Das heißt, gerade wenn man einen künstlichen Gelenkersatz hat, das hat man nicht oft im Leben, die meisten nur einmal. Insofern ist das was, wo man auch Sicherheit braucht, wo man auch wissen muss, wo gehe ich hin, in welches Haus. Und da hilft das ungemein. Weil eine Zertifizierung sagt, wie die Abläufe sein müssen, wie die, es gibt Standards, die bundesweit einheitlich sind, wo man sich auch die Experten entwickelt haben, die anhand von Leitlinien auch entwickelt worden sind. Und das ist für den Patienten ganz beruhigend, weil er weiß, er kann sich er gibt sich in gute Hände und das wird auch regelmäßig nachgeprüft. Also insofern ist das nicht nur für uns gut, dass die Abläufe standardisiert sind, sondern auch für den Patienten, der weiß, auf was er sich verlassen kann. Ein Thema, das jetzt auch sehr stark durch die Medien gegangen ist in letzter Zeit, ist das Thema unnötige Operationen, dass an deutschen Krankenhäusern oft zu viel und zu schnell operiert wird. Da wird ja hier auch einiges getan, dass man das eben nicht macht und vermeiden kann oder Operationen auch rauszögern kann, so lange wie möglich. Ja, in der Tat. Also wir sind als Klinik so aufgestellt, dass wir das komplette Spektrum anbieten, das heißt von der sogenannten konservativen Behandlung bis hin zur operativen Behandlung. Und wir gucken auch, dass wir die bestmögliche Behandlung für den Patienten auswählen. Das heißt, wir haben da keinen Druck oder keine Not, zwingend operieren zu müssen, sondern wir können wirklich uns auch anhand unserer Standards und der Untersuchungsmöglichkeiten an dem orientieren, was sinnvoll für den Patienten ist. Das ist oft nicht die Operation, aber es gibt auch viele Fälle, da ist die Operation nicht vermeidbar. Und insofern glaube ich, dass es hier sehr ausgewogen ist das Verhältnis und das zeigt ja auch die Patientenzufriedenheit, die hier hoch ist und ich glaube, die Patienten kommen gerne zu uns und kommen dann, wenn es denn erforderlich ist, mal für ein anderes Gelenk auch gerne wieder zu uns. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, die Sie uns noch verraten können, was hier vielleicht ansteht in nächster Zeit in Lindenlohe, irgendwelche Veränderungen, Neuigkeiten? Ja, wir sind ja ständig in der Entwicklung, das heißt, die Endozert-Zertifizierung war sozusagen das letzte große Neue. Und wir sind dabei, auch weitere Projekte zu entwickeln. Wir haben den Bereich der Wirbelsäule nochmal gestärkt. Wir haben ein Wirbelsäulenzentrum gegründet. Wir vertiefen im Moment die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten, auch im Facharztbereich. Das heißt, wir haben verschiedene Projekte, die im Moment laufen. Also eine Klinik ist ja in ständiger Handel. Entwicklung. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und die Klinik ist hervorragend aufgestellt, auch für die Zukunft. Und da wird sicherlich in Zukunft noch einiges kommen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir schauen jetzt nochmal zu Professor Greichen und zu seinem Team. Denn bevor so ein künstlicher Gelenkersatz zum Einsatz kommt, gibt es natürlich jede Menge Vorbereitungen und auch ganz wichtige Planungen. Ja, ich glaube, vieles ist für den Patienten und bleibt verborgen, was im Vorfeld läuft. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass alle Implantate vor Ort sind. Wir machen genormte Röntgenaufnahmen, wo geplant wird, welches Implantat kommt rein, in welcher Größe, in welcher Position. Müssen wir vielleicht das Bein bei der Hüfte verlängern oder gegebenenfalls ein bisschen verkürzen, um die Beinlänge auszugleichen. Bei den Knieoperationen geht es um Achskorrekturen, um aus einem Oberbein ein gerades Bein zu machen. Also es ist schon viel Planung vorneweg. Und auch nicht jedes Hüftimplantat zum Beispiel passt in jeden Oberschenkel rein, sodass wir schon auch sehr genau gucken, mit welchem können wir unser Ziel erreichen. Höchste Qualität beim Gelenkersatz vor der Operation und währenddessen. Eine Klinik, die wie Lindenlohe Zentrum der Maximalversorgung ist, muss jährlich mindestens 100 Operationen in diesem Bereich vorweisen. In Lindenlohe sind es ca. 1000. Wichtig ist dabei auch die Erfahrung der Operateure. Im Rahmen dieses Endoprothesen-Zertifizierungsprozesses haben wir 3 Senior-Operateure definiert und die machen oder führen verantwortlich alle 1000 Operationen durch. Und das zeigt halt, dass jeder mehr als 300 im Jahr macht und das summiert sich jetzt einfach über die Jahre, sodass jeder von uns mehrere 1000 über die Jahre erbracht hat. Die Zertifizierung ist also ein Gütesiegel. Die Patienten können sich darauf verlassen, dass ihr Schutz im Mittelpunkt steht. Bei rund 37.000 der 400.000 Deutschen, die jedes Jahr ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk bekommen, wird der Gelenkersatz erneuert. Um dies zu verbessern, erhält das Zertifikat nur, wer strenge Kriterien erfüllt.
Dieser Zertifizierungsprozess stellt sicher, dass Endoprothetik nach klaren Standard und Leitlinien erfolgt. Und das beginnt mit dem, was wir vorhin besprochen haben, der Situation vor der Operation, dass wir tatsächlich alles planen, alle Eventualitäten einplanen, dass wir aber auch festlegen, dass falls mal was passiert, wie dann die Abläufe zu laufen haben. Wir müssen regelhafte Kontrollen unserer Ergebnisse durchführen. Also es ist so ein gesamter Prozess, der sicherstellt, dass Qualität nach möglichst hohen Standards erbracht wird. Wir sind das einzige Zentrum in der Oberpfalz, macht uns natürlich auch ein bisschen stolz. Darüber hinaus ist Lindenlohe vom Asklepios-Konzern als einzige orthopädische Klinik zum Qualitätsführer ausgezeichnet worden. Unter qualitätskliniken.de ist die Klinik unter 500 anderen vertreten. Hier wurden Qualitätsparameter wie Patientenzufriedenheit, Abläufe oder Ergebnisqualität abgefragt. Lindenlohe steht also für höchste Qualität beim Gelenkersatz. Dabei steht der Schutz des Patienten im Mittelpunkt. Das war unsere Sondersendung Asklepios informiert aus Lindenlohe. Dieses Mal, wenn Sie die Sendung noch mal in Ruhe anschauen wollen, können Sie das natürlich machen auf unserer Homepage tvaktuell.com in der Mediathek. Und wir sehen uns dann im Oktober wieder zu einer neuen Sendung von TVA Vital Medizin. Ich freue mich auf Sie.